Der ist not amused, ihr seht es. Aber er geht rein, ne? Toll, super, klasse. Das muss ich aber anbinden, weil noch will der immer stiften gehen, ne? Oh, der Conny und ich, wir holen uns jetzt noch ein bisschen im Schatten, ne? Oh, da mal hier, das ist der Kleine. Oh, wie niedlich. Na, hier süß. Mit meinem Conny. Meinem Conny. Die mächtige Skyline und das Wahrzeichen von Alpen drückt. Ja. Die Strecke nach Kappel-Lindfors. Und ich merke es, ich habe natürlich Gegenwind, das ist doof. Nette Bauernhöfe vorher. Ich muss gleich rechts ab und dann geht's auch wieder in die Bergbausiedlung. Auch diesmal von Kappel-Lindfors. Eine Mu, eine Me, eine Te, Te. Hintergrund bereits die Schachtanlage. Friedrich Heinrich in Kappel-Lindfors. Natürlich alles abgebaut, kein Bergbau mehr. Alles zu. Ja, ein Riesensprung von Kappel-Lindfors, also Mörs-Repeln, Kappel-Lindfors genau dazwischen, nach Ismir. Nein, Quatsch. Alles gut. Jetzt geht's nach Kappel-Lindfors. Und jetzt durchfahre ich wirklich die sehr hübsche Bergbausiedlung von Kappel-Lindfors. Ganz süße kleine Häuschen, liebe Leute. Hier ein bisschen moderner, aber zur Linken alles Bergbausiedlung. Süß, klein, hübsch gemacht. Lindfors putzt sich heraus. Ich bin ja schon fast im Zentrum von Kappel-Lindfors. Ja, obwohl, da ist Innenstadtbereich, ja. Ich muss nur gucken, wie ich jetzt von hier aus in den Vorort Miersenbrauch komme. Da muss ich nämlich hin, da wohnt mein Bruder. Boah, ist nie ganz leicht. Ach ja, ich glaube da geradeaus. Ja, da ist auch eine Kirche. Okay. Vielleicht könnte jetzt nicht so viel von Kappel-Lindfors zeigen, weil ehrlich gesagt, mit dem Hund habe ich jetzt nicht Bock, irgendwie die Innenstädte zu durchfahren. Und dann fahr dann lieber so auf freier Strecke, so wie jetzt, ne? Apropos Hund. Ah. Wow, 10 Kilometer in einem durch hinten im Wagen. Noch schlecht. 2-3 Monate noch durchhalten. So, immer geradeaus. Jetzt tatsächlich zum Klosterkamm. Und das ist jetzt keine Ironie, wenn ich sage, ziemlich bekannt. Vor allen Dingen hier am Niederrhein oder überhaupt in NRW. Ja, toll, super. Wo soll ich jetzt laufen? Jetzt fahre ich Kappel-Lindfors schon raus, mein herrlicher Wolken, wir haben auch 24 Grad, glaube ich, 22, 23, 24 Grad, idealste Fahrradtourwetter auch für den Hund. Und hier links, der Kappel-Lindfors Vorort, Miersenbruch, da wohnt mein Bruder. Da hinten muss ich links abbiegen und den steuere ich jetzt an. Wie süß, guck mal, alles voll Kühe, Kakao, Kühe, alles. So, hier muss ich rüber, gucken, ob ich hier überhaupt rüber kommst. Gefährliche Aufstraße, jo, frei, Hammer. So, hier liegt Miersenbruch. Fahr ich jetzt rein. Nächste links, 300 Meter weiter. Erste große Etappe erreicht mit Conny. Mit meinem Conny. Mit meinem Conny. Ja, der Hund. So, der ist not amused, ihr seht es. Aber er geht rein, ne? Toll, super, klasse. Das muss ich aber anbinden, weil noch will der immer stiften gehen, ne? Wo ist denn dann? Ja, wo ist der denn? Nur nicht. So, machen wir jetzt so hier vorne. Und da kann er eine Seite und hier oben ausgucken, wie er lustig ist. Nett, von der Popo weg. So. So. Und ich düse jetzt los. Dankeschön. So, mein Bruder verlassen. Wir gehen jetzt auf die zweite Etappe. Ungefähr 10, 11 Kilometer bis zum weltberühmten Ort Drübt. Ja, ihr kennt alles. Hamburg, München, Berlin, Köln, Saarbrücken. Aber keiner kennt Drübt. Die Weltmetropole. Ja, wieder nette Kühe. Ja, schöner Radweg. Ich fahre Richtung Rheinberg und dem Salzbergwerk Solvay.
Mein Hund geht jetzt immer noch gut, ne? Ja. Was wäre ich doch hier glatt vorbeigefahren, da ist nämlich die Saalhofer Straße. Hier muss ich rein in den kleinen Weg. Jetzt bin ich mal richtig auf dem Land hier. Müsste jetzt eigentlich Richtung Rhein-Welschen-Millingen gehen. Ich euch das sagen, Leute, das ist der Niederrhein. Flach, weitsichtig, Sonnenschein pur. Natürlich nicht immer. Hier ist ja mal so richtig lang, ne? Bauernhof. Oh, die Straße leider nicht so toll. Ich hoffe, ich komme jetzt auch wirklich hier auf die Millinger Straße, ansonsten bin ich falsch gekommen. Gerade die Saalhofer Straße, wo ich rechts einbiegen muss. Naja, was haben wir hier für süße Kleine? Oh, wie niedlich. Na, ihr Süßen. So, jetzt gucke ich mal, wo ich weiter lang fahre. Junge, ist das eigentlich. Sehr empfehlenswert zum Fahrradfahren. Wenn nur der Wind nicht wäre, und ich den fahre ich schon die ganze Zeit, hast du immer ein bisschen als Speck hoch. Mit Hund hinten dran, Junge, Junge. Wenn dann noch Gepäck später dazu kommt, oh. Ja, aber von wegen, der Niederrhein ist durchgehend flach, ne? Da ist die Leucht und da geht's. Relativ Licht zu. Wow. So Richtung Alpen. Ich glaube aber, ich muss hier rechts Richtung Rheinberg. Irgendwie Millingen, Ossenberg und so weiter. Könnte da hinten sein. Ja, das sieht schwer da aus. So ist mein Gefühl daraus. Rheinberg 6 Kilometer. Wow. Ich hoffe, das ist jetzt die Römerstraße da rechts. So, also goldrichtig. Kurz vor dem kleinen Ort Alpen, also nicht die Alpen, sondern der kleine Ort Alpen, hier am Niederrhein, muss ich rechts abbiegen. Dann geht's auch schon in die Metropole drückt, weil ich endlich sagen kann, ich war nicht nur in Windhoek, war nicht nur in Tokio, war nicht nur in Manila, war nicht nur in Sydney, in Wellington, sondern ich war auch mal in Drückt. So, hier links das Waldgebiet, wo der Wald spricht die Leucht. Und hier geht es nochmal gleich zum Hügelchen hoch. Ja, toll. Immer wird verdeckt. Und hier ist Land. Und genauso wie ich das auch. Kriegt ihr nicht mit drüben. Vom Monitor. So, jetzt fahr ich mal kurz über die A57, Leute. Die Richtung Nimwegen Holland geht. Oh nein, wir. Ich fahre jetzt erstmal jetzt hier hinter der Abfahrt, die jetzt kommt. Da ich die Autobahnauffahrt hoch musste, rechts ab nach, also in Alpen. Oh, ist das nicht ein herrliches Bild, liebe Freunde. Wow. So, da hinten ist Alpen. Hier geht's Richtung Rheinberg. Und hier auf dem Fahrradschild auch nochmal ausgeschildert. Es hatten noch 12. So, Alpen 1,3. Ich biege rechts ab. Und jetzt geht's direkt ab in die Weltstadt. Dritt. Ist mein Hund noch glücklich? Ne? Ja. Glatt eine Straße zu früh rechts abgebogen. Kann ich nochmal 1000 Meter zurück. Okay. Das große Ziel. Dritt. Leute, ich fasse es nicht. Ich fahre auf dritten Zug. Und hier der berühmte, wahnsinnig große Fluss. Einer der größten in Europa. Was ist denn da? Dritt. Noch nicht im Ortseingang, aber fast da. Und ich gucke das jetzt mit dem Hund nochmal irgendwo im Posten her. Hier die mächtige Skyline und das Wahrzeichen von Alpen drückt. Ja, fast. Ich brauche jetzt auch eine Pause, nicht nur der Hund. Nach Gefühl 2 Stunden Metropolendurchfahrt habe ich also das weltberühmte Drückt wieder verlassen. Und jetzt geht's wieder aufs Land. Ja, ich muss einfach gucken, wo ich mit dem Conny hier halte. Jetzt wird's langsam bescheuert. Ich brauche eine Schattenstelle. Und wo viel Platz ist für noch nicht. So, ich fahre nicht nach Bord, sondern biege hier rechts ab. Und dann fahre ich nach
Nein, welch Bordhans, meiner Schwester. Diesmal komme ich vom Norden her, nicht vom Süden. Nur da müsst ihr eigentlich rüber, oder? Nö. Ich gucke mal, wo ich jetzt hier irgendwo Pause mache. Ganz unkonventionelle Stelle. Irgendwo an der Hauptstraße, so ein kleines Schattenstückchen hier. Kann man gar nicht so gut sehen, ne? Da parken wir, ich mach den Hund jetzt frei, der freut sich, wenn der jetzt rauskommt. Ja, mein Schatz, das war anstrengend, ne? Ich mach dich jetzt frei, ne? Ja, komm jetzt. Auf, hier schön. Schön bleib, ne? Schön bleib, mein Schatz. So, ich mach jetzt das Bändchen ab, ne? Ein Moment, wo ist das denn schon wieder? Oh, ich hasse das. Oh, ist das immer kompliziert, ey. So, komm! Ja. Endlich, ne? Ja. Der Conny und ich, wir ruhen jetzt noch ein bisschen im Schatten, ne? So, ich stelle über Draht, Esel, guck mal. Fast 30 Kilometer gefahren, ne? Jetzt haben wir noch mal, ich glaube, so 2x6. Dann hätten wir 40. Wow, ich finde der Hund, der schlägt sich sehr, sehr tapfer. Der ist gerade in die Büsche versteckt. Oh, look at him. Ja, die bekannten Solwei-Werke. Salz aufbereitet. Salzförderung, Salz aufbereitet. Nicht schlecht, ne? Rein Bett. Kann man im Hintergrund noch die Mühle sehen? Jo. Ja, und Solwei, ne? Solwei. Ich habe mir doch tatsächlich gerade eine Tankstelle, 2 Milky Way und einen Kakao geholt. Mir war einfach danach. Leute, es sind 28 Grad. Das ist zu warm. Und der arme Hund, dem geht's ja bestimmt nicht besser. Ich bin schon wieder Richtung Mörs. Aber ich fahre ja noch bei Bornheim. Genau an der Stadtgrenze zu Mörs. Da meine Schwester wohnt. Dritte Pausenstelle. Die dritte und die letzte für heute. Da hat Conny, wenn alles gut geht, 40 Kilometer gefahren, über 40 sogar. Boah, die Strecke von Solwei, da bei Ossenberg, boah, bis zu meiner Schwester Stadtgrenze Bornheim, das sieht sich gewaltig, ey. Ich bin jetzt schon wieder 7 Kilometer, ich habe gedacht insgesamt 6 und das sind nochmal 2, 3. Ui, das merke ich auch. Jetzt bin ich langsam im Popo, das Problem, ich meine Schwester bin. Was sagt der Hund? Sagt der Hund. Oh. Ja, dem geht's gut. Ja, jetzt war ich gerade bei meiner Schwester und wir machen jetzt die letzte Etappe von 6 Kilometern. Und Leute, dann haben wir echt 46 Kilometer gefahren. Wow, und 3 Etappenpausen. Junge, gut gemacht, der Hund, ne? Und so, letzte Strecke mache ich jetzt keine Bilder, weil die habe ich euch im letzten Video schon gezeigt. Ich mache gleich nochmal kurz Fazit und dann ist gut. So, zurück in meiner Zechensiedlung aus Nebeck. Hier ist meine Heimat. Hier ist mein Häuschen. Hier wohne ich. Und hier komme ich jetzt mit Conny an. Ja, und wir verhalten in der Garage.